Kane! Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett! Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es! Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain. Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern. Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicher nicht die hier benutzt? Hier kommt das Vögelchen. Jawohl, dann haben wir richtig was zusammenbekommen. Und da hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sammeln müssen, beziehungsweise das kriegen wir wohl einfach hin, wenn wir mit den anderen Charakteren da was machen. Aber erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover, ganz vergessen. Ja, Story fortsetzen und mal gucken, was jetzt passiert, ne? Spiel macht auf jeden Fall richtig Bock. Hey Chase! Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Jawohl, jetzt haben wir die Bahnreise freigeschaltet. Das heißt, das funktioniert jetzt wieder. Hoffentlich. Jawohl, Bahnhöfe aktiviert. Einer von 14. Boah, da gibt's richtig viele Bahnhöfe. Und einen neuen Golden Stein. 5 von 450. Das ist ein Ziel, den wir uns hier alle vornehmen. Zeigen sie uns jetzt. Jetzt haben sie uns den Bahnhof gezeigt. Da von dieser Mine. Jetzt will ich erstmal gucken, wie ich hier reinkomme. Mit einem Einbrecher. Und da ist direkt noch schön ein neues Ding drin. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Türen gesehen, die man so aufbrechen kann. Also. Die Map. Birch Patterson. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie diese Dinger hier einsetzen kann. Wir fahren erstmal zurück. Jo. Albatros-Insel. Ist das die bei Lego City? Keine Ahnung. Wir fahren erstmal dahin. Komm! Auf zur Insel der Schurken! Hä, wie sind wir jetzt hier wieder hergefahren? Ach so, ne, warte mal, wir waren schon wieder. Mist. Wir waren einfach zu Hause und ich bin wieder hierher gefahren. Gut, dann fahren wir wieder zu Cherry Tree Hills. Warte mal. Hä? Da sind wir doch gerade. So, nochmal. Albatros-Insel. Ich drücke einfach mal auf Charity Wills, mal gucken, wo er jetzt hinfährt. Zeit für die Heimreise. Keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen. Bin gespannt. Ja gut, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Gut, hier waren wir also auch. Oder? Ja, boah, hier sind wir richtig gut. Und da kann ich hier die Tür aufbrechen. Jawohl. Und da ist. Da ist nur Geld drin. Aber egal. Boah, da ist richtig viel Geld drin, Alter. Ich bin gespannt, wofür man das braucht. Momentan hat es noch nichts ergeben. Und hier ist ein Hinweis.
Hatten wir doch schon, oder? Der führt doch da hinten irgendwo hin. Hier hin. Oder nicht? Ja, ich guck mal, ob. Ich geh dem mal nach dem Hinweis. Ich geh dem Hinweis mal nach. Achso, wenn das jetzt wieder der ist, der jetzt mich da hinten führt. Was ich aber hundertprozentig denke. Vielleicht ist noch ein Stein drin. Man weiß es nicht. Ja, gut, das ist dangerous. Da ist was drin. Na gut, außer Geld nichts, schade. Das heißt, ich muss mir noch merken, welche Hinweise ich schon benutzt habe. Aber gut, das sollte machbar sein. Ich spiele mal den Einbrecher, aber den finde ich ziemlich cool. Und es macht einfach niemand was dagegen. Das ist das Beste daran. Gut, da hinten müssen wir hin. Da ist dieses Bahngleis. So, machen wir doch direkt mal. 16.000 haben wir schon. Wie haben wir das denn gemacht? Wir haben dann 16.000 zusammengesammelt. Hier ist auch noch übrigens ein Hinweis da. Schade, dass die sich nicht hier wieder auflösen. Das wäre entspannter. Egal. Jetzt können wir mal hier mit der Bahn fahren. Wahrscheinlich wieder aufs Gamepad gucken, oder? Nee. Achso, der Zug kommt auch mal ganz zufällig. Genau, dann nehmen wir brauchen. Schau auf das Wii U Gamepad. Mach ich. Können wir jetzt einsteigen? Jo. Ich falle den Zug einfach selber, mein Gott, was soll denn das? Sorry, das ist ein Notfall. Polizeiangelegenheit. Ich kann einfach den scheiß Zug fahren, wie geil. Ups. Raus hier! Es ist nicht sicher! Zurück auf die Straße! Du musst den Fahrkartenautomat. Warte mal. Kann ich auch wieder zurückfahren? Warte, wer fährt denn jetzt den Dreckszug? Ey, nimm mich mit. Egal wenn. Okay, das war mir gerade ein bisschen blöd. Auf jeden Fall ist es schlecht, dass wir den Zug einfach fahren können. Wahrscheinlich können wir mit dem Ding herrufen und dann auch selber fahren. Oder ist gerade so Zufall gekommen, keine Ahnung. So, was ist jetzt die Sache? Da zeigt er mir jetzt was an. Und da zeigt er mir was an. Lego City. Hä? Ziehe an der Karte des Wiegums, um einen schnellen Reiseort zu finden. Ach so, muss ich anklicken. Ja, sag mir auch was einer. Das wusste ich ja nicht, mein Gott. Oh, jetzt. Ist jetzt auch aber mal leer. Sehr geil, das Spiel. Ohne Witz. Das ist echt cool. So, jetzt sind wir hier schon angekommen. Und. Ja, da hätte ich auch einfach so hinfahren können, diese Prozedur. Gibt's hier irgendwas zu holen? Hier ist ein Automat. Okay, wir müssen. In die Richtung. Laut meinem Gamepad, laut der Karte, da oben sind die Minen, oder? Sieht zumindest so aus. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hier, hoch. Mann, hoch. So, jetzt. Ah, hier gibt's. Was ist das? Wie komme ich da ran? Vielleicht hier mit diesem Elektriker. Da gibt's wieder was drin zu holen. Ah, was sind das alles für Figuren? Das interessiert mich, Alter. Das gucke ich mal nach. Ah, hier können wir wieder was aufbrechen. Schön, drin ist ein Tresor oder irgendwie was. Vor einer Kiste. Ah ne, die müssen wir auch aufbrechen. Gut. Ach Mist. Blöd, Alter. Muss ich aber nur warten, bis der grün zeigt. Dann können wir die Tür aufmachen. Und da ist... Was ist das denn? Ein Ventilrad, das wir da anbauen können. Und das können wir auch schon mal drehen. Um die Dampfpfeife zu erhöhen. Los, schneller arbeiten. Ich nehme keiner auf den. Oh, Schichtende. Ach, Mittagspause. Ja, dann. Vielleicht kriegen wir jetzt da wenigstens Dynamit her. Aber erstmal will ich hier oben mal gucken, was da noch zu machen ist. Ist ja noch so ein Parcours. Den sollte ich mal bestimmt umbauen in den Parcours, oder? Ne. Doch. Jawohl, hier wackelt was. Kann jeder Chase? Ja, es kann jeder. Mist, da müsste ich erstmal. Vielleicht. So. Warum komme ich jetzt nicht dran? Okay. Oh nee, warte mal. Hier ist. Feierabend, Alter. Ein 10.000er.
vorbeigesprungen bin. Jetzt. Jawohl. Und nochmal ein 5000er. Glaube ich. Ich habe gerade nicht genau hingeguckt. Oder ein 1000er könnte es auch gewesen sein. Sehr nice. Ich will noch nicht in die Bergwelt reingehen. Das will ich mir für die nächste Folge aufheben. Deswegen gucke ich hier nochmal ein bisschen, was es zu holen gibt. Oh, hier ist ein Schwimmbad. Das ist eine Elektrizitätswerk. So, Elektrizitätswerk. Was auch immer. Egal. Mist. Naja, ein paar Bäume ernten. Ein paar Äpfel pflücken. Na, wobei, komm. Gehen wir rein, oder? Ein paar Steine noch einsammeln, wird soll der geheizt, dann gehen wir da mal rein. Ja, schön, haben wir zwei Lego-Steine noch bekommen. Super Sache. Dann würde ich sagen, ist bestimmt wieder so ein Minigame oder so. Dann mal los. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst du nicht verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er! Puste ihn weg! Mit dem Dynamit! Oh. Was zum Kuckuck? Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal. Dynamit ist nicht zum Spielen da. Und du, zieh dir Schutzkleidung an. Aye, aye, Sir. So. Schutzkleidung anziehen. Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Das haben uns gerade jedenfalls irgendwelche aus dem Knast, nehme ich an. Nice. Haben uns gerade jemand, welcher aus dem Knast, auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen schikaniert. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die Bergarbeiterausrüstung. Oder Sprengstoffausrüstung oder sonst was in der Art. Die Frage ist, wo kriegen wir das her? Hier können wir auf jeden Fall schon mal die Tür aufbrechen. Das ist schon mal gut. Ja, zack, Tür ist offen. Und hier müssen wir einfach nur mit irgendwelchen Charakteren was machen. Ah, hier kommt was zum Puzzeln raus. Es juckt die einfach nicht, wenn ich hier als Verbrecher rumlaufe. Das finde ich zu gut. Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Da komme ich mit dem Chase hier rüber. So. Mein Soll schaffe ich diesen Monat locker hier was zum, und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. Da können wir wieder irgendwo hinspringen. Gut, machen wir auch mal direkt. Scheißen auf den Bonstein. Das Blackwell plant, das sah richtig toll aus. Gehen wir als Einbrecher rein. Da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Und dann läuft das doch, ganz das Ganze. Nicht um die Preisklasse. So, hier können wir noch den Schrank aufmachen. Jawoll. Was haben wir? Freigeschaltet. Bergarbeiter. Sehr geil. Sind das so die Hauptdinger, oder? Das wird ein echter Knaller. So eine Kopflampe, Freunde, eine Kopflampe. Gut, ich würde sagen, das hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und ja, haut rein. Tschüss.